Im vergangenen Jahr haben wir über die Premiere des Bayerischen Outdoor Film Festivals hier in München berichtet. Damals wurden die neuen Filme, das neue Programm vorgestellt. Jetzt am Freitag gibt es die Preisverleihung für die besten Filme, für den Publikumsfilm. Und das alles wollen wir schon mal ein bisschen in Aussicht stellen. Und wir haben sowohl den Macher nachher hier des Bayerischen Outdoor Film Festivals als auch einen der Filmprotagonisten und der wohl ganz heißen Preisanwärter. Zu Gast im Studio heute der Gründer, der Organisator, der Veranstalter des Bayerischen Outdoor Film Festivals, Andreas Prielmeier. Grüß dich. Vielen Dank für die Einladung. Du, ich bin dankbar, A, dass du gekommen bist, B, dass du uns wieder ein paar Filmschnipsel mitgebracht hast. Und die Frage, die sich sozusagen stellt, ist jetzt, wann warst du nervöser? Damals vor der Premiere in München, weil da warst du auch schon hier bei uns. Oder jetzt, bevor die Preisverleihung am kommenden Freitag ansteht? Wo kribbelt es mehr? Also ehrlich gesagt, Preisverleihung ist schon was Besonderes, weil es sind so viele hochkarätige Sportler mit dabei, dass ich wirklich, wirklich stolz drauf sind, dass so viele Leute und Top-Sportler am Start sind. Bei der Premiere waren es jetzt ein bisschen weniger. Diesmal ist der Thomas Huber, Alexander Huber, Laura Dahlmeier per Skype und so weiter. Es ist wirklich ein hochkarätiges Programm. Deswegen bin ich schon ein bisschen aufgeregt, aber das gehört auch dazu. Gut, da darf sich die Brust aber auch blähen. Jetzt habe ich das Wort schon verdreht. Einen hast du gerade schon genannt und den hast du mehr oder weniger auch mitgebracht, denn wir haben ihn heute zugeschaltet. Er wird am Freitag auch mit dabei sein. Er hat einen Film im Programm zusammen mit seinem Bruder, mit Laura Dahlmeier. Und jetzt hoffe ich, dass technisch wirklich alles sauber klappt. Wir haben es gerade noch gecheckt. Herzlich willkommen, Alexander Huber. Servus erst einmal. Ein Servus in die Runde. Servus. So, Andi freut sich hier wie ein Schnitzel, dass du dir die Zeit nimmst, heute dabei zu sein. Was bedeutet es denn für dich, dass du beim Bayerischen Outdoor Film Festival mit einem Programm dabei bist, mit einem Film im Programm und, so heißt es ja wohl, es rufen wohl die Spatzen von den Dächern, es wird wohl auch einen Preis geben? Ja, also ich kenne Andi ja schon seit geraumer Zeit und es ist immer so, dass wir da im regen Austausch stehen. Es ist für uns natürlich eine Wahnsinnsplattform, dort unsere Filme präsentieren zu können. Und naja, der jetzige Film zusammen mit der Laura Dahlmeier, wo wir den Mont Blanc aufgekraxelt sind, ich glaube, das ist wirklich einfach ein hastiger Film, der wirklich emotional alles drin hat, was ein Film brauchen kann. Und deswegen glaube ich, ja, ich sage mal so, es ist einfach ein guter Film. Was war die Herausforderung für den Film United by Summit? Laura Dahlmeier hat seit einiger Zeit sich wirklich dem Klettern verschrieben, ihr sowieso im ganzen Leben. Aber wie kommt ihr zusammen, die Ex-Biathletin mit den, ja, manchmal sagt man auch mit den etwas wilden Huberwurmen? Ja, ich habe einen Bergführer-Kollegen aus Garmisch, mit dem ich zusammen auf dem Pfützerreck gestanden bin. Und der Anzenberger Bärer, der hat mir da schon so weit vermittelt, dass die Laura richtig steil am Fels unterwegs ist. Und als die Laura ihre Karriere beendet hat, war natürlich auf einmal ein freier Horizont da. Und einer der großen Träume von ihr, auf der Südseite des Mont Blanc, der größten Wand der Alpen, zu klettern. Und wie war es dann unterwegs? Musstet ihr Laura mehr oder weniger führen am Seil raufziehen? War sie die Treiberin? Weil damals bei der Premiere hat schon erzählt, es war schon manchmal unterschiedlich. Du hast so ein bisschen gewarnt, dein Bruder hat gesagt, ah komm, das machen wir, das gehen wir schon. Also wer hatte denn welche Rolle? Ja, ich denke, wir waren einfach wirklich eine Dreierseilschaft und das war jetzt persönlich schon ihr Anspruch, dass ich da auf der Broilard-Frenet-Seite von Mont Blanc auch selbstständig unterwegs sein kann in einer Dreierseilschaft. Man ist natürlich dann in so einer Kombination, sie braucht starke Partner. Wir haben gewusst, die Laura ist ja fähig in diesem Gelände. Man, sie macht ja auch die Bergführerausbildung und hat definitiv auch die Qualifikation. Und dann, wenn man so als Team unterwegs ist, dann macht jeder seinen Teil. Und jeder hat da gewisse Stärken
Und die Laura ist auch jetzt einmal konditionell, da stehen wir weit hinterher. Da sind ja doch schon gesetzteren Alters und mit der Kraft ist es halt nicht mehr so. Also die Kraft, die bringt die Laura mit und mir sicher jetzt vor allem dieses hochalpine Wissen. Und am Ende geht es dann wirklich darum, dass alle drei einen Gipfel kommen. Und wenn man so sieht, wir sind deutlich vor Tagesanbruch losgeklettert vom Eglis-Biwak, sind mit der schwierigen Kletterei gerade im Tagesanbruch gewesen und haben dann gerade zu Sonnenuntergang den Gipfel vom Mont Blanc erreicht. Also das ist sensationell. Wir haben einen super Tag gehabt, das ist gut gelaufen. Und ja, ich sage, das sind dann so Erinnerungen, die bleiben. Klingt wie so ein Drehbuch, also aufbrechen, wenn die Sonne aufgeht, ankommen, wenn die Sonne untergeht. War euch damals schon klar, das wird ein Film werden und der soll auch wirklich laufen in Festivals? Also das wird nicht so ein kleiner, den schieben wir mal irgendeine Online-Plattform, sondern das wird schon ein bisschen was Gehaltvolleres? Ja, wir haben jetzt natürlich schon ein hochkarätiges Filmteam am Start gehabt, die Timeline Production. Und das sind wirklich gute alte Kollegen von uns, der Max Reichl und der Franz Hinterbrandner. Die haben dieses Know-how, die haben das Wissen, die haben das ja damals im Film Am Limit schon erlernt. Und ich meine, wenn die am Start sind, dann wird es in der Regel schon kein schlechter Film. Und ich glaube, jetzt in dem Fall kann man sogar wirklich sagen, es ist ein sehr guter Film geworden. Und deswegen glaube ich, hat er gute Chancen, weil er einfach ein guter Film ist. Ja, der Andi hat schon gesagt, also er kam beim Publikum gut an. Aber das trägt ja allein nicht nur, weil die Namen der Protagonisten bekannt sind, berühmt sind, sondern da muss ja auch eine Geschichte dahinter sein. Er hat aber auch schon gesagt, ihr plant schon was für das kommende Jahr, für das nächste BUFF-Festival. Ist das schon in trockenen Tüchern? Können wir schon was verraten oder greife ich jetzt um Andi da vorweg? Naja, das ist tatsächlich noch alles andere wie jetzt in wirklich trockenen Tüchern, weil es halt einfach von vielerlei Faktoren abhängt. Man muss jetzt ja auch nicht gerade großartig erzählen, aber man weiß ja, dass die letzten 3 Jahre für den Sport auch sehr schwierig waren und da sind sehr viele Pläne über den Haufen geworden. Und ich muss jetzt tatsächlich sagen, so hundertprozentig konkret ist es bei mir jetzt gerade noch nicht. Ich habe zwar gewisse Pläne, aber so konkretisieren, mal schauen. Okay, zum Abschluss. Mal schauen, was dann dabei rauskommt. Okay, zum Abschluss aber, Freitag seid ihr dabei bei der Preisverleihung. Das ist konkret. Ihr werdet sicherlich dann auch noch mal den Film noch ein bisschen genauer vorstellen fürs Publikum dann. Was macht das Bayerische Autofilmfestival aus? Ihr habt schon viele Sachen so gesehen, wo Filme vorgestellt worden sind, egal in welchem Rahmen, wo du sagst, das ist so ein bisschen, damit hebt sich's ab. Ja, also es ist einfach ein richtig bayerischer Rahmen und das hat er mit dem Andi selber zum Tor in Bayern daheim. Wir sind Bayern und er hat sicher ein gutes Gefühl für sein Publikum, genauso wie er natürlich ein Insider ist mit dem, was am Berg alles so passiert, was draußen in der Natur alles passiert. Und von dem her, glaube ich, ist er einfach als erfolgreicher Organisierer von seinem Festival unterwegs, weil ich sage, von nichts kommt nichts und der Andi hat sich drauf. Andi, jetzt kriegst du das Schlusswort noch. Wenn du Alex noch einen Gruß mitschicken willst, dann jetzt. Hey Alex, ich bin ein schon langer Fan von dir und von Thomas natürlich auch. Laura habe ich gar nicht gewusst, dass sie so gut am Fels klettert, kenne ich eher als Biathletin. Deswegen die Blumen zurück an dich wirklich. Ich bin, weil du gesagt hast, ob ich nervös bin, ich bin schon ein bisschen nervös, weil so ein großes, hochkarätiges Sportler oder Topstars am Start zu haben mit euch, mit der Laura und noch 2 Red Bull-Athleten beim Skifahren, da bin ich schon wirklich stolz drauf und auch dickes Dankeschön an dich und deinen Bruder, weil ihr jetzt nicht nur super Sportler seid, sondern auch beim Publikum so eine positive Rückmeldung gekriegt habt, dass ihr halt so eine positive Ausstrahlung habt, das ist echt, echt richtig freut, dass ihr dabei seid, als Menschen und als Sportler. Ich kann nur sagen, ich freue mich auf jeden Fall auf den Freitag in Miersbach. Alexander, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich glaube, der Andi vor Dankbarkeit, der wird dir dem Thomas sicherlich die eine oder andere halbe hinstellen, damit der Abend dann auch kurzweilig wird. Für heute erst einmal danke und Servus. Merci. Sie braucht es dann die halbe. Ja, 2 oder 3, locker. Genau. Versprich nicht zu viel. Mach's gut. Servus. Ciao. Okay, jetzt haben wir den Schleier weggezogen. Also wir wissen jetzt schon, wer kommen wird an Protagonisten. Wer wird mit dabei sein bei den Preisverleihungen? Wir wollen noch nicht ganz sagen, wer die Preise kriegt, obwohl du es sicherlich schon fest tackern könntest. Was muss denn ein Film mitbringen, damit er in einer der 3 Kategorien einen BUFF-Preis bekommt? Also im Endeffekt sind es gar keine richtigen Kategorien, sondern bei uns ist das Publikum ist eigentlich mehr oder weniger unser Kunde. Das ist eigentlich der Chef.
und der Kunde, in dem Fall das Publikum, entscheidet oder hat entschieden, welcher Film der beste Film für sie ist. Und da gibt es jetzt zwei Bausteine. Einmal haben wir die Bike- und Ski-Movie-Night gezeigt und da sind 7 Filme mit dabei gewesen, die sehr auf Ski und Mountainbiken getrimmt sind. Da wird ein Film gewinnen und bei einem anderen Filmprogramm, da geht es um Kajakfahren, waren Radlfahrer auch mit dabei, Skifahrer, aber hauptsächlich auch ganz viel Kletter- und Highline-Sport ist da zu sehen. Das ist die offizielle Filmtour, es sind auch 7 Filme und da gibt es eben auch einen Gewinner. Und der wird dann, ich werde es jetzt heute noch nicht verraten, dann am 20.01. ist der Freitag, kommender Freitag im Weizinger Keller in Miersbach. 19:30 Uhr geht's los, gekürt und bin auch stolz drauf, dass auch der Chefredakteur, stellvertretender Chefredakteur, der Klaus Haselböck von Bergwelt mit dabei ist und das hebt dann auch nochmal unser Programm. Ja, vor allem zeigt es aber auch, dass es Anklang findet, nicht nur in einer kleinen Szene, sondern schon sehr groß verbreitet. War es schwierig, das Ganze auch nach dieser Corona-Zeit wieder anzuschieben? Also vergangenes Jahr, wo du hier warst, da ist dir schon mal, glaube ich, ein großer Felsstein vom Herzen gefallen, der sagt, dass das überhaupt das Programm wieder steht, dass wir auf Tour gehen können, war schon ganz groß. Jetzt der nächste Schritt, Preisverleihung heißt ja auch, es ist angekommen. Also ihr hattet Publikum und ihr richtet ja schon wieder für 2023 die nächsten Filme her. Also Aufsehen ist da, Ausbreitung ist da, Aufmerksamkeit ist da. Ist es jetzt wieder alles so wie früher, läuft alles? Also Corona-Zeit war Downer, gar keine Frage. Für viele und jemand, der organisiert und Festival macht, gar keine Frage. Da war es wirklich extrem schwierig und es war mit den ganzen Bestimmungen auch wirklich skurril zum Teil. Die Leute sitzen mit der Maske drin. Dann kommt mit der Maske bei manchen Tagen, durfte man es wieder abnehmen, dann musste man es wieder aufnehmen. Sie mussten teilweise ins Kino mit Maske gehen, konnten aber ohne Maske sitzen. Und im Endeffekt ist es dann oft so abgelaufen, dass es geheißen hat, wenn man Popcorn isst oder was trinkt, braucht man keine Maske. Also es war ganz unterschiedlich. Manche Leute haben sich auch aufgeregt, wenn neben ihnen einer sitzt und keine Maske auf hat. Das war schon wirklich schwierig und auch für alle anstrengend. Jetzt ist es leichter. Ich hoffe, es bleibt auch so. Und es hat aber 2022 haben wir so ein Glück gehabt, auch mit dem Sommer. Wir machen viele Open Airs und es war so ein schöner Sommer und wir hatten in Summe mit 50 Stops, die wir gemacht haben, hatten wir über 10.000 Besucher. Ich glaube, 10.800 Besucher bei 50 Stops, das ist wirklich ein guter Schnitt und da sind wir wirklich stolz drauf und sind jetzt auch extrem gewachsen im Sinne von, dass eben wirklich hochkarätige Filme dabei sind, aber auch der Anklang der Zuschauer deutlich gestiegen ist und wir hatten Vorstellungen mit 500 Leuten, das hatten wir vorher, die Jahre davor eigentlich nicht. Ja, dann war eine Sogwirkung da, sehr schön. Was kannst du außer sozusagen jetzt natürlich die Preisverleihung, die am Freitag sein wird. Ich weiß nicht, ob sogar Leute noch dazukommen können oder ob die Bude schon rappelvoll ist. Was kannst du für 2023 vielleicht schon ankündigen? Wie gesagt, Alex hat sich ja noch ein bisschen bedeckt gehalten. Er sagt, ja, das weiß er noch nicht, ob es ganz klappt. Aber es gibt, glaube ich, auch jetzt bei der Preisverleihung schon eine Premiere für das neue Programm. So viel hattest du geschrieben, aber mehr nicht. Genau, also zum ersten Punkt. Es gibt noch ein paar Restplätze. Gibt es am besten über einen Vorverkauf, weizinger-keller.de, da kann man einen Vorverkauf die Plätze sich noch ergattern, weil ich glaube, Abendkasse wird eher schwierig werden. Mal schauen, es sind bloß noch wenig Plätze. Aber wir haben eine Premiere auch dabei. Und der Fabi Lentsch ist hier auf dem Plakat auch zu sehen, ist ein begnadeter, rechter junger Skifahrer noch, der leider gerade aktuell verletzt ist. Der wollte auch auf jeden Fall kommen. Jetzt ist er gerade in der Reha. Jetzt hängt es davon ab, wie gut es ihm wirklich geht, ob er kommen kann oder nicht kommen kann. Schauen wir mal. Aber von ihm auf jeden Fall ist auch ein Film nominiert worden vom 2022er Programm. A Foreign Native heißt der Film, wo er ein Jahr im Iran war. Und da geht es nicht nur um Skifahren. Und es war uns auch wichtig, es geht eben bei unserer Filmauswahl nicht nur um den Sport alleine, sondern auch um den Menschen. Und bei ihm ganz besonders, ein Jahr im Iran, da geht es eigentlich um Völkerverständigung und auch sozusagen die Verbindung und die Connection, die man eben da zu den Leuten im Iran knüpft, um bestimmte Vorurteile auch abzubauen, sich selber ein Bild zu machen. Und das war schon ein ganz besonderer Film, weil er über den normalen Sport hinausgeht und da eben wirklich auch Völker und Menschen unterschiedlicher Kulturen verbindet. Und das ist schon so ein Ansatz, wo wir sagen, cooler Aspekt. Alles Weitere am kommenden Freitag und dann hoffentlich die nächsten Monate darüber hinaus. Anni, jetzt ist die Zeit verflogen. Mit dem Alex das Gespräch, mit dir das Gespräch. Wir könnten wahrscheinlich eine ganze Sendung allein nur über solche Sachen machen. Danke, dass du gekommen bist. Viel Erfolg für den Freitag, für die Preisverleihung, viel Erfolg für die nächste Tour. Sag Bescheid, wenn die Premiere wieder ansteht. Ich komme sehr gern und wir berichten auch sehr gern, wenn ihr wieder in München seid. Von daher danke fürs Vorbeikommen heute. Vielen Dank. Du. Darf ich eins sagen? Los, aber jetzt dann. Ein Punkt Feuer. Noch, und zwar, es gibt auch Autogrammstunde und Fotowand mit unseren Top-Athleten. Von dem her, es rentiert sich auf jeden Fall zu kommen. Ja, also wir sehen uns. Diskreter kann man es jetzt nicht mehr anteasern.